Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 Erkennen Crossing. Ja, hier sitzt natürlich noch ein LKW von gestern, von vorgestern der Folge, nicht von gestern. Ja, wir machen ja nahtlos weiter zur Mittwochsfolge. Wir müssen natürlich am Hof des Herbiziden erledigen. Wir versuchen heute mal noch hier so ein bisschen Klarschiff in unserem Produktionsinfo-Hut zu kriegen, ob wir da was so einige Sachen erledigen können. Und dann natürlich auch noch den Fisch in die Fischköderproduktion zu bringen oder zum Fischmarkt, dass wir Fischköder kriegen. Damit wir irgendwann mal solche Reusen produzieren können. Ne? Was wir dann mit den Reusen machen müssen, das weiß ich auch noch nicht, wie wir da den Hummer da reinkriegen. So, hatten mir schon jemanden runtergeschickt, überhaupt um Mineralfutter zu holen? Ach, ich glaube, da war noch nicht viel, ne? Da kommt jemand. Uiuiui. Das war knapp hier. Kaum Platz hier auf einer 16-Fachkarte, ne? Naja, gut. Liegt doch ein bisschen in unserer Fahrkünsten hier. Gut, laden wir mal hier schnell die zwei Ladungen um. So, dann werden wir ein Fahrzeug losschicken. Was brauchen die Herbizidspritze hier? Woran mangelt es denn denen? Alles genug drin. Herbizidmaker Mix 1. Das ist die Seife. Die reicht einfach nicht länger. Können wir nicht ändern.
In der Futterfabrik braucht man Salz. Das müssen wir hier parken. Hat das was, was du da machst? Ja. Ja, haben wir auch schon 16% geschafft. Der Futterfabrik braucht man Salz. Da steht doch, glaube ich. Ne, da fährt doch, der wird mittlerweile stehen, ne? Geht das rein? Ne, schade. Den schicken wir mal einfach hier Mining Silo. Und der andere steht doch hier drüben, oder? Ja, steht doch noch offen. Boah, 300 Liter. So, den schickt man aber zur Salzmine, ne? Mine. Salzabholung. Dann natürlich Produktionen Südost. Abholung, Anlieferung. Ja. Wir können Salz einstellen, müssten wir aber nicht. Wir beladen ja durchs Förderband. Aber wir machen es mal vorsichtshalber. Ich, wenn der mal irgendwo leer unterwegs ist, da weiß ich nicht mehr, was der machen sollte. So, und hier springen wir gleich nochmal her. Weil ich hatte ja gesehen, dass der Tripper angekommen ist. So, Brick Factory, also die Steine vorbeigefahren, oder? Die Steinefabrik, die 1, die vorne steht, die will ein bisschen was von unseren 7 Millionen Liter Lehm haben. Ne? Waren es 7? Ja, Salz haben wir ja auch schon reichlich drin gelagert. Ja, ne, 8 Millionen sogar. Schatten macht komische Sachen da vor uns, ne? LKW ist auf dem Parkplatz angekommen. Gleich, eigentlich müsste unser Kipper gleich ankommen. Richtung. So, den schicken wir hier gleich auch wieder zum Parkplatz hin. Da können wir nämlich auch nochmal in die 2 was reinkippen. So, und der andere müsste doch ankommen an der Salzmine, ne? Oder wird er blockiert? Oh, was ist denn hier?
Oh, die Pelletpresse ist fertig. Hier ist nur gewöhnliches Chaos, so wie immer, ne? Guck, ob das hier schon passt. So, das sieht ganz gut aus. Der wird auch noch öfters jetzt Salz kriegen. Man hat kaum gesehen, dass das weggegangen ist hier. Hier ist noch, steckt noch genug in der Wand drin, hier, wenn wir hier so mal reingucken können. Das können wir alles mit dem Förderband rausziehen. So, da kannst du natürlich hier gleich mal eins weiterfahren und dann zur Werkstatt. So, und du hier kannst mal am Hochsilo Pellets abholen, ne? Jetzt mal alles zumachen. So, Hof 1. Abholung. Und das Ganze im Fermenter bringen, ne? Sehen aber nicht. Haben wir nicht eine Rückwärtsstrecke auf den Fermenter hochgefahren? Also auf den Komposter hoch? Ach da. Ja, da steht es doch Komposter, nicht Fermenter. Bin auch schon. Anlieferung Schüttgut hier. So, zack. Abholen, abliefern. Und zwar Heupellets. Das Ganze machst du ruhig, ja, 10-mal. Da krieg ich ja nicht allzu viel rein, ne? So, der fährt auch zur Werkstatt. Hier an der Wiese müssen wir gar nichts machen. Das ist ja bloß ein normales Grundstück, was wir da hier haben. Da müssen wir auch gar nichts machen. Weder kalken noch düngen. Das dauert zwar, glaube ich, einen Tag länger, erst gewachsen ist, oder? Wächst das auch innerhalb von 4 Tagen? Glaube ich nicht. Werkstatt. Willkommen in Ihrem Glas. So, dann wird der Kalkstreuer hier unten angekommen sein. Ne? Der wird schon ewig dort stehen, oder? Na, wie üblich. Vergessen. Willkommen in Ihrem Glas. So, 2 Vorgewände sind 36 Meter. Genau, 2 Vorgewände macht er. Dann können wir nämlich die Sämaschine schon mit 3 Vorgewänden dann hinterher schicken. Das ist richtig, Feld 10. So, wie heißt denn der Punkt jetzt hier? Hof 2, ne? Hof 2 Silo ist das doch, ja. Hof 2 Silo Abholung. Das passt. So, 2 Vorgewände natürlich hier ordentlich. Bahn zuerst. Da es viereckig ist, wollen wir alles kalken. Und Übergabe, erster Wegpunkt. Das wird verdammt knapp. Ich glaube, das wird dunkel, wo wir Raps sind. Ich habe nicht dran gedacht mit den Raps. Na gut, August kann es schon bis 20 Uhr, 21 Uhr kann es eigentlich hell bleiben.
So, mal gucken, ob wir jetzt hier die Ernüchterung kriegen, wenn er hier stundenlang braucht zum Kalken. Ich weiß gar nicht, wie viel vom Wert her drauf ist. Er steht auf Automatik. Erstmal soweit richtig. Aber so schlimm geht es gar nicht aus, vom Wert bis zu viel Flagge oben im Balken. Ja, 35 Minuten, okay. Das ist ja... Dann sollten wir wirklich schon die Seemaschinen hinterher schicken. Das passt ja von Maßen her, weil wenn die drei Vorgewände macht, sind das 45 Meter. Da können wir die echt schon hinterher schicken hier. Hier vorne. Wir nehmen den Glas. So, Raps einstellen gleich mal. So, in Feld 10. Hier müssen wir auch noch mal gucken, unten an den Hofsilo haben wir doch, glaube ich, nicht nur Kalk. Ne? Ich habe vorhin echt nur nach dem Kalk geguckt. Saatgut 61.000. Wir wollten ja die Fische fahren. Das machen wir auch erstmal, dass das mal hier in Gang kommt. Das Boot hatte ja ein bisschen was zusammengesammelt. Für 3.157. So, wo kippt man die jetzt hier rein? Hier ist ein Abladetrigger, oder? Da war das. Das wollte ich noch mal ranfahren. Genau. Ja, so passt das hier. Abladen. So, und hier müssen wir jetzt eigentlich nur Fischfilet nicht, aber hier Paletten. 15.38. Ja gut, da muss er warten, bis er welche kriegt. Angeschaltet hatte ich jetzt, ja genau. Ja. Priorität 1, 1. Sonst kriegt er ja nämlich auch wieder nichts ab. Nicht 2, 1. So, da kann der den Hänger mal einparken hier. Denn wir wollten uns jetzt eigentlich einen Fahrer organisieren. Wir haben mindestens noch eine Ladung Saatgut darunter transportieren, ne? Beziehungsweise ist ja irgendwas an der Saatgutproduktion auch leer, ne? Habe ich die nicht gelesen in der Liste? Die Seed Factory.
Saatgut ist nochmal 227.000 drin. Das ist gut. Weizen ist wenig. Und Gerste. Wir fahren mal hier noch eine Ladung Weizen und Gerste rein. Und dann werden wir eine Ladung Saatgut laden. Ah, hier geht natürlich alles rein, ne? Bringt Socken. Geht das auch hier rein? Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Socken können wir auch reinhauen. Wir brauchen doch irgendwo Sorghum, oder? Habe ich das falsch gelesen? Ach nicht, Sorghummehl ist fast voll. Haben wir ja 500.000, nicht viel, ne? Aber wir nehmen Gerste. Obwohl wir Gerste und Weizen nicht mehr ernten, in dem Jahr, ne? Wir hatten jetzt tanken. Wir hatten 880 AP. Der LKW, ne? Bestimmt der Wasserfahrer. Ja, da müssen wir natürlich vorne wieder freirollen. Das ist die Kollision. Zum Glück nicht. Ach, das ist kein Dünger. Ich bin hier beim Nachbar los. Oder muss ich zum Silo fahren? Glück gehabt. So, rum sieht das besser aus. So, und dann schicken wir ihn als Ausladen. Zum Hof, weil Anlieferung. So, wenn natürlich einer tanken fahren will, dann müssen wir natürlich hier aufräumen, ne? Wo müssen wir hin? Dahin. Willkommen in Ihrem Plan.
Mit uns müssen wir zum Glück bei unseren Feldern müssen wir zum Glück noch nicht beginnen. Das ist dann erst nächsten Monat, die Rapsfelder, ne? Können wir ihn erstmal wegstellen. Mission gab es ja nicht weiter. Wir werden den da hinten reinkriegen. So, wer steht als nächstes da? Willkommen in Ihrem Plan. Also muss natürlich auch Sprit tanken. Weiß nicht, ob es noch eine Mission irgendwo gibt, dass wir dann noch irgendwelches Getreide ernten können. Dass wir da eventuell das Stroh noch ein bisschen pressen. Aber das müssen wir uns mal angucken, das weiß ich noch nicht. So, den müssen wir natürlich erstmal rausnehmen hier. So, den Anhänger stellen wir dort vorne mit hin. Weil das ist definitiv einer, der nur benutzt wird, wenn wir Presse fahren. Wird einfach nicht besser, Jan. Naja, schräg, aber erst Wind, ne? So, Seemaschine ist angekommen. Ne, die kommt dort erst, würde ich sagen, oder? Genau. Aber die wird einen Kurs bekommen und ja, dann müssen wir gucken, dass die hier in die Gänge kommt, was wir gleich machen können. Das können wir ja hier während der Fahrt machen. Wir können hier schon mal umschalten. Und zwar hier auf Silo 2, Silo 2, Hof 2, Silo Apollo. Saatgut. Kurs können wir rausschmeißen. Dann werden wir das hier generieren, wenn ich angekommen bin, dann folge es leider schon wieder rum. Ja, Zeit vergeht im Minuten. Ja, heute Abend auch wieder Stream. Kann aber aktuell noch nicht sagen, was wir heute Abend streamen. Das weiß ich aus heutiger Sicht noch nicht. Aber ich vermute mal Marsch. Denn ich kann morgen nicht, am Samstag.
Gut, aber das werden wir dann sehen. Ansonsten nächste Folge natürlich von der Crossing, wie üblich am Montag, 9 Uhr, hier auf YouTube. Also in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.